Die Frage ist wichtig für alle, Leon Lovelock. Würdest du einem 20-Jährigen empfehlen, zu studieren oder seine Bestimmung nachzugehen? Ja, Bruder, das eine schließt das andere halt nicht aus, ne? Ich habe halt beides gemacht, zum Beispiel damals. Ich habe damals, als ich angefangen habe mit meinem Studium, trotzdem noch meine eigene Bestimmung versucht zu finden. Weil viele sind im jungen Alter, im jungen Alter sind viele so, wie soll ich sagen, viele Leute sind, glaube ich, im jungen Alter, wissen noch gar nicht genau, was soll ich machen, was meine Bestimmung, was ist eigentlich, warum bin ich eigentlich hier auf der Welt so, ne? Mäßig. Und diese Leute, Digga, wenn die nicht genau wissen, was ihre Bestimmung ist, dann würde ich diesen Leuten niemals empfehlen, bleib zu Hause und such deine Bestimmung und geh nicht studieren oder geh nicht Abi machen oder geh nicht dies, das machen so. Ich würde den Leuten empfehlen, was Bildung angeht, immer weiterzumachen. Studium, Schule, Arbeit etc. Aber wirklich weiterzumachen und nicht auf einem Punkt hängen zu bleiben, da weiterzumachen und dann nebenbei, falls es noch nicht deine Bestimmung ist, ich meine, viele Leute finden auch ihre Bestimmung zum Beispiel im Job, aber falls es noch nicht deine Bestimmung ist und du spürst, dass irgendwie noch was anderes in dir ist, was du gerne ausleben möchtest, dann mach das nebenbei, weißt du, was ich meine so? Dann versuch das nebenbei zu machen, so lange, bis entweder du merkst, du kannst nicht mehr dieses andere Ding verfolgen. Und dann gehst du raus, auch wenn du keine Sicherheit hast, wenn du überzeugt davon bist, dass du deine Liebe gefunden hast, dann wirst du auch damit Geld verdienen. Und wenn du wirklich aber dafür bereit bist, auch da bis zum Tod zu gehen, ne? Ich sag dir jetzt, ich stell dir die Frage so: Bist du bereit, unter der Brücke zu leben und Pfandflaschen zu sammeln? Ne? Bist du bereit dafür? Also, ich habe mir immer so vorgestellt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, unter einer Brücke zu leben, Pfandflaschen sammeln, kein Zuhause mehr zu haben und, ja, aber ich wusste ja, was ich machen will. Das ist halt ganz wichtig. Ich wusste ja, was ich machen will. Und solange du diese Angst, sage ich mal, oder diesen Respekt davor hast, dass es so enden kann, wird dich deine Motivation und alles, was du hast, so krass antreiben, ne, wird dich so krass antreiben, dass du da niemals hinkommen wirst, so. Weißt du? Aber solange du nicht weißt, was deine Bestimmung ist und dein Traum ist und das, was du wirklich bis zum Tod machen willst, so, dann mach Schule, Studium, Arbeit, mach das weiter, weißt du? Brech nicht ab. Hast du Tipps, wie man seine Faulheit überwindet? Am Ende des Tages ist es eigentlich immer das Gleiche, meiner Meinung nach. Am Ende des Tages ist es, wie sehr willst du es eigentlich wirklich? Bist du bereit, für die Scheiße bis zum Ende zu gehen? Bist du bereit, für deinen Traum, für das, was du liebst, alles zu machen? Und wenn du bereit dafür bist, dann bist du nicht faul, dann bist du nicht mehr faul. Wenn du zu Hause bist und du weißt, du musst jetzt damit Geld verdienen, weil du keine andere Option mehr hast, du hast keine andere Sicherheit mehr, gar nichts. Du musst dann einfach durchziehen. Du kannst nicht mehr faul sein, du kannst nicht mal mehr schlafen, Digga. Manchmal kannst du sogar nicht mehr essen. Wenn du jetzt gerade noch faul bist, dann geht es dir einfach zu gut. Dann willst du es nicht unbedingt. Dann weiß ich nicht, lebst du noch zu Hause vielleicht? Hast du irgendwie Tipps für die Jugend, Bro? Bildet euch weiter. Bildet euch weiter. Und das meine ich nicht nur mit Schule oder so, sondern ich meine auch menschlich und so. Guckt, dass ihr versucht, mit so vielen Menschen wie möglich zu reden, euch zu unterhalten, so viele Kulturen, Religionen, Ansichten wie möglich euch reinzuziehen. Euch das anzuhören, euch eure Meinung zu bilden. Das bringt euch voll krass weiter. Reist in Länder, geht raus. Macht Sachen, weißt du, was ich meine so? Was noch? Ja, genau. Was ich halt auch noch, was ich noch gerne mitgeben würde, ist so an Jugendliche. Wenn ihr gerade einen Sport macht, ne, und darin gut seid, mal lasst euch nicht von den Dingen, die kommen werden, wie Party, Drogen, Frauen, Alkohol. Lasst euch von diesen Dingen nicht von eurem Sportweg abbringen. Ist mir auch passiert. Abgefuckt. Das ist scheiße, Digga. Wenn du ein Talent für irgendwas hast, lass dich nicht von diesen Sachen, die dich reizen werden, lass dich von denen nicht abbringen. So. Versuch schon wirklich im jungen Alter deine Persönlichkeit zu entwickeln, dir vielleicht mal ein Buch zu holen. Weiß ich nicht, Digga. Versuch wirklich im jungen Alter schon die Dinge zu machen, die ich erst voll spät gemacht habe, so, weißt du, was ich meine, so, alles das, was ich gemacht habe, das war zu spät, in Anführungszeichen. So, versucht euch schon im jungen und jugendlichen Alter eine Bestimmung zu finden, irgendwas, was ihr liebt und darauf
so zu beharren und da weiterzumachen, Gas zu geben, euch nicht unterkriegen zu lassen. Und vor allen Dingen als Jugendlicher ist es extrem schwer, dich nicht volllabern zu lassen von deinen Freunden, von deiner Schulklasse, von deinen Eltern, weil du vielleicht irgendwie anders bist als die anderen, weil du andere Gedanken im Kopf hast, weil du anders tickst oder so. Da ist es voll schwer, da so du selbst zu bleiben. Versuch immer, du selbst zu bleiben, yo. Versuch immer, du selbst zu bleiben. Versuch immer, der zu sein, der du bist, Digga. Be unique, Digga. Scheiß drauf, was die anderen Leute sagen. Weißt du, was ich meine, so? Scheiß drauf. Auch wenn du alleine bist mit diesem Mindset. Bruder, glaub mir, irgendwann werden Menschen kommen, die dich genau deswegen feiern und fühlen, Bruder. Die genau deswegen mit dir sein wollen. Die genau deswegen einfach dich in der Nähe haben wollen, so. Weil du so bist, wie du bist, Bruder. Beende September mein Wirtschaftsingenieurwesenstudium und hab vor, danach aus dem Dorf allein nach Köln zu ziehen, 3 Stunden von hier, und ein neues Leben anzufangen. Bist einer der Menschen, die mich dafür inspiriert haben, auf sich selbst zu hören, sich aus den toxischen Umgebungen zu entfernen und seinen Weg zu gehen. Weiß noch nicht, wie das alles wird, aber bin zuversichtlich, dass es die richtige Entscheidung ist. Danke für deine Ratschläge, Einstellung und positiven Vibes in den letzten Monaten. Mann, Bro, Alter, das berührt mich gerade extrem, Mann, Bro. Dankeschön auf jeden Fall. Und da seht ihr, Mann, über das, was sich die Leute halt bei mir lustig machen, über meinen Weg, den ich gegangen bin, der motiviert andere Menschen, ihr Ding durchzuziehen. Es gibt Menschen, die sich da was rausziehen können. Und das ist halt voll geil, Digga. Das ist voll schön. Und das ist das, was ich erreichen will, so.